Hallo Leute und herzlich willkommen zu Permobil BRWT DTM Series. Wir sind auf dem Hockenheimring unterwegs, das letzte Rennen der ersten Saison. Und wir starten rein vom Platz 3, haben hier einen recht guten Start, verhalten uns natürlich erstmal ein bisschen zurück. Beziehungsweise halten uns erstmal zurück, denn wir wollen natürlich im letzten Rennen beide Rennen beenden am Anfang. Es gibt ein Part 1, also Rennen 1 und ein Part 2, Rennen 2. Wenn ihr das Video schaut, gibt es Part 2 den Tag darauf. Also macht euch keine Sorgen. Aber was geht, Lukas? Rennen 1 wird ja absolut durchgedreht. Jetzt hier die Startingphase. Das Main-Überholmanöver, was wir eigentlich jetzt in diesem ganzen Cut sehen, wird immer dieses hier sein, auf der langen Geraden und in Richtung Haarnadelkurve reinbremsen. Düwel macht das hier sehr, sehr gut. Und ja, ich versuche hier mit beim Rausbeschleunigen noch was zu machen, aber da kriegen wir Übersteuern. Das Ganze hat sich dann auch ganz schnell erledigt, denn die nächste rechts ist jetzt nicht gerade dafür da, um zu überholen. Springen wir rein in Minute 23, also in Runde 5. Wir sind auf Platz 3 und jetzt kommt Ricky, der uns überholt. Der hatte vorhin einen kleinen Fehler und jetzt sind wir auch wieder drauf und dran. Boxengasse öffnet sich in einer Minute. Das heißt, wir müssen hier ein Pit-Window erwischen. Versuchen uns jetzt hier rein zu bremsen. Aber das lassen wir, denn wie vorhin gesagt, wir wollen das Rennen natürlich beenden. Hier nochmal ein bisschen Übersteuern gekriegt. Und das hilft in den guten Nils Wollering hinter uns. Oh, Alter, er hat mich hops genommen. Wieder ein wenig dran zu kommen. Und wenn solche Kommentare zwischendurch kommen, pausiere ich auf jeden Fall das Voice-Over und lasse den Kommentar immer klar durchkommen, dass ihr auch ein bisschen die Emotionen von dem Video und von dem Rennen auf jeden Fall mitbekommt. Aber ja, Pit Window ist jetzt offen. Da kommt nochmal der Fehler von Ricky und jetzt gehen wir dran vorbei. Zack. Und sind wieder auf dem dritten Platz unterwegs. Alles wie gehabt von dem, wo wir gestartet sind. Den Platz haben wir jetzt auch erstmal behauptet. Wir sind auch das erste Fahrzeug, was jetzt hier in die Box geht. Machen einen massiven Undercut. In dem Falle gegen Ricky. Wir versuchen das Ganze natürlich auch gegen Nils und Düwel. Aber mainly jetzt gegen Ricky, denn der war an diesem Tag sehr, sehr schnell unterwegs. Da hatte ich kurz Schiss, dass ich da in die Sandbucht fahre. Aber zum Pit-Exit von Ricky können wir ganz klar sagen, der hat die bessere Strategie gehabt. Der Overcut war auf jeden Fall ein bisschen besser. Können uns jetzt hier gut ranarbeiten. Das ist auch die erste Frequenz, wo er aus der Box kam. Jetzt die Runde danach. Wir haben DRS und das Ganze ist natürlich ziemlich overpowered mit den DTM 2016 Cars. Ihr seht es, guckt mal, was für ein Slipstream das ist. Das ist der absolute Wahnsinn. By the way, wir machen zu diesem Zeitpunkt auch Zeit auf Nils gut. Also wir haben eigentlich mit dem Undercut jetzt gerade alles richtig gemacht. Zumindest scheint es zu diesem Zeitpunkt des Rennens so. Aber da wir mit Ricky ziemlich viel beschäftigt sind, können wir, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, Richtung Nils auf jeden Fall nicht so viel ausrichten. Springen wir wieder weiter. Ricky hat jetzt DRS und jetzt passiert natürlich wieder das Ganze kopiert wie von mir aus der letzten Runde. Ricky geht dran vorbei. Und zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir eigentlich, ja okay, lassen wir ihn mal ziehen. Wir bremsen einfach gemächlich für die Haarnadelkurve, denn die ist ja bekannt, dass man sich verbremst. Und wichtig ist einfach, den Exit zu maximieren und das haben wir hier getan. Deswegen Ricky geswitchbackt. Aber das Wichtige ist natürlich, dass man nicht nur dieses Manöver lobt, sondern man sollte natürlich auch auf der Strecke bleiben. Und das ist natürlich hier mir nicht widerfahren. Hier komplett, also viel zu spät gebremst. Jetzt, wenn ich das hier im Voice-Over sehe, viel zu spät. Jetzt kriege ich nochmal Übersteuern. Dadurch kommt Düwel nochmal ran und damit machen wir eigentlich unsere ganze Boxenstopp-Strategie zunichte. Düwel hat natürlich dann, wie auch am Anfang gesagt, diese lange Gerade wird auch größter Teil des Part 1 sein, des Rennen 1 auf jeden Fall. Düwel geht jetzt mit DRS dran vorbei. Easy going. Was anderes kannst du halt nicht machen. Wir maximieren wieder, beziehungsweise versuchen wieder unseren Exit zu maximieren, den Ausgang aus der Kurve. Dachten jetzt hier, die Switchback geht durch, berühren uns ganz, ganz leicht, aber Düwel benutzt DRS, um sich zu verteidigen, weil er da noch, ja, einmal DRS-Nutzung übrig hatte. Und auch hier können wir nicht mehr viel machen, als einfach zuschauen, ein bisschen später zu bremsen und diesmal die Kurve einfach auch zu kriegen. Aber wie bereits gesagt, das DRS ist so powerful, was hier in dieser Szene gar nicht so wichtig ist, denn Düwel macht hier einen Fahrfehler, der uns dabei hilft, einen Platz auf jeden Fall nach vorne zu springen und wieder Jagd auf Ricky zu machen, der mittlerweile 1,4 Sekunden entfernt ist. Und das ist, ja, in 10 Minuten aufzuholen, beziehungsweise unsere Aufgabe, das jetzt aufzuholen. Haben das in
4 Minuten geschafft, beziehungsweise in 3,5 Minuten sind jetzt im DRS-Fenster, kriegen jetzt auch das erste Mal DRS von Ricky. Und jetzt seht ihr hier einmal das Setup, wie man vielleicht so ein Überholmanöver ja einfach vollziehen sollte. Hier durch Turn 1 erstmal ransaugen. Wir nutzen hier gerade auch nicht so viel Windschatten, gehen erst sehr, sehr spät in den Windschatten, um auch da uns ranzusaugen. Versuchen hier diesen Exit viel, viel weiter zu nehmen, dass wir viel mehr Schwung haben. Seht es hier, ganz, ganz andere Linie wie Ricky. Können hier ein bisschen mehr Schwung machen. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, dass der Ricky eine sehr, sehr gute Taktik hatte. Ich wollte hier als erstes gar nicht in den Windschatten rein, habe dann aber gemerkt, dass es dann doch ziemlich eng wird, wenn ich da jetzt um die Position auf jeden Fall ein bisschen rumfighte, weil 5 Minuten vorm Ende wollte ich jetzt nicht taktieren, sondern muss eigentlich Full Throttle fahren. Das heißt, so viel Position bzw. so viel Boden gut machen, wie es geht. Haben wir dann hier versucht, aber auch an dieser Stelle kann ich euch sagen, es ist natürlich immer wichtig, wenn man dann auch die nächsten paar Kurven trifft, und das war dann hier auch einfach wieder nicht der Fall. Viel zu spät gebremst, ihr hört die Reifen völlig am Quietschen. Also, das war jetzt nicht wirklich toll. Wir können uns hier in diesem Moment auf jeden Fall noch verteidigen. Ricky geht jetzt außen rum. Und ja, wir versuchen uns mit DRS da mit der Nase reinzuhalten. Klappt uns nicht so gut, aber auch Ricky kommt sehr, sehr weit raus. Deswegen können wir jetzt hier für die Arena oder beziehungsweise die Sachs-Kurve hier definitiv außen bleiben. Sneaken uns jetzt auch noch für die nächste Runde DRS. Deswegen sind wir da ein bisschen weiter draußen geblieben. Denn ja, das DRS ist halt einfach so powerful, dass du halt wirklich jedes Mal auf dieser langen Gerade quasi dran vorbeigehen kannst. Muss allerdings sagen, Ricky hat hier eine echt gute Technik gehabt vom Windschattenbrechen. Jetzt habe ich natürlich gemerkt, okay, der versucht das optimistisch halt zu machen, beziehungsweise so zu machen, dass ich halt wirklich nicht dran vorbeikomme, weil ihr seht es, ich bin erst wirklich auf dem Bremspunkt dran vorbei. Also dieser Windschattenbruch hat mir auf jeden Fall nicht gut. Können aber auch aus dem ersten Gang viel, viel besser als Ricky Rausbeschleunigung machen. Dadurch natürlich wieder diese Position gut. Ihr seht das immer wieder ein Hin- und Her-Geswitche. Aber zu diesem Zeitpunkt beginnt die letzte Runde. Wir versuchen uns zu verteidigen. Es klappt mehr oder weniger jetzt gerade. Ricky ist immer noch neben uns, jetzt wieder hinter uns. Und wir gehen jetzt komplett Verteidigungslinie. Das ist die letzte Runde. Also this is the final lap of the race one. Und ich wollte eigentlich den zweiten Platz sehr, sehr gerne behalten, aber wusste, die lange Gerade, die jetzt kommt, Ricky hat DRS, das wird einfach nicht möglich sein. Ich konnte auch keine Möglichkeit finden, in der vorherigen Runde da wirklich das DRS zurückzutauschen. Es war einfach nicht möglich. Ich musste jetzt einfach hoffen, dass Ricky hier, ja, ich sag mal schon fast konstant sich wieder verbremst, weil ihr habt das ja jetzt hier im Zusammenschnitt gesehen, es war wirklich immer diese Haarnadelkurve, die ein bisschen wehtat, aber die erwischt ja tatsächlich jetzt ziemlich gut. Wir haben hier auch ein bisschen übersteuern. Ricky geht natürlich jetzt auch in die Verteidigungslinie. Ich hatte jetzt gedacht, in Richtung nicht dieser Kurve, sondern jetzt hier auf den Bremspunkt vielleicht reinbremsen. Aber das wäre auch ein bisschen unfair gewesen. Das ganze Duell war so sehr, so fair. Und die Mercedes-Kurve dient jetzt eigentlich auch nicht wirklich ja, zu überholen in den DTM-Autos. Da muss es dann auch wirklich eng zugehen. Und das war jetzt hier wirklich mein letzter Versuch, um wirklich an Ricky dran vorbeizugehen. Weil es klappt halt einfach nicht. Hier gibt es kaum noch Überholmöglichkeiten, um wirklich irgendwie was gut zu machen. Das Einzige, was jetzt natürlich sein könnte, ist den Slingshot-Effekt hier besser zu nutzen. Den konnte ich auch besser nutzen, aber es gibt einfach keinen Platz dran vorbeizugehen. Deswegen wird Ricky hier auf jeden Fall Zweiter. Und ich Dritter in Rennen 1. Schaut auf jeden Fall morgen für Rennen 2 vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst, ein Like und ein Kommentar für diese faire Racing-Leistung. Haut da rein, Leute. GG an Zendex Gaming. Könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen auf YouTube wie auch auf Twitch. Haut da rein.